So, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir, ich habe schon richtig gute Laune, warum auch immer. Das zum Beispiel, das ist leider das alte Logo, weil... was machen wir heute? Heute machen wir... nach Shanghai fliegen. Auch. Wir fliegen heute nach Shanghai. Da werden wir auch ein Video darüber machen bei YouTube, unsere komplette Reise, wie wir quasi mit unseren Freunden von H&R da rüberfliegen und so weiter. Wir werden in Hongkong ein paar Tage verbringen, besuchen unsere Händler und so weiter. Und danach geht es, glaube ich, am Mittwoch oder Donnerstag, geht es nach Guangzhou. Hoffentlich richtig ausgesprochen. Und da ist eine Messe, wo wir unsere Mercedes V-Klasse wieder präsentieren. Wir bauen in China so eine Sonderserie. Da sind, ich glaube, 1000 Stück schon mittlerweile gebaut worden. Von Mercedes V-Klasse in unserem Design. Der heißt BD1. Und zwar hier im Hintergrund sieht man, das ist ein Bausatz, was wir von unserem Partner aus China bekommen haben. Das hat nichts damit zu tun, dass wir in China produzieren oder sonstiges, sondern einfach die Stückzahlen können wir es gar nicht hier in Deutschland schaffen, auch logistisch nicht. Ja? Also allein die Transportwege und die Zeit wäre schon chaotisch. Ja? Also wenn man guckt, man muss sich so vorstellen, wenn man eine V-Klasse am Tag umbaut, sind das 1000 Tage. Ne? Nur zur Info, damit man sich das ein bisschen vorstellt. Diese V-Klasse kommt auf die Motorshow in Essen. Und zwar bei der Firma Wheels Company. Vielen Dank nochmal an dem André, dass er mit uns diese Kooperation macht. Das ist die erste V-Klasse in Europa, die wir präsentieren. Wirklich, die fahren bis jetzt nur in China. Seid gespannt, in Halle 6 ist Wheels Company. Da steht das Auto, H&R-Federn sind schon bereit. Alles haben wir organisiert. Da wird das eingebaut und präsentiert. Seid gespannt. Ich packe das aus, dann zeigen wir euch, wie unsere Sonderserien in China quasi gebaut werden. Ja. Es sieht ziemlich kompliziert aus, nach vielen Teilen. So, also, schau mal hier. Alle Kunststoffteile kommen neu. Ja. Innenradkästen, das ist alles erstausrüster Qualität, wirklich? Ja. Würde ich mal jetzt sagen. Alle Halter, schaut mal, alles mit Kunststoff hier. Ich tue das wieder rein, weil das ist sehr, ich sag mal, jetzt uninteressant in dem Video, weil da sieht man weder das Design noch irgendwas Interessantes. Auch die Verpackung ist wie erstausrüster. Mal gucken hier, ein bisschen abschneiden. Wie es ausrüstet, so kennt man das zum Beispiel Stoßstangen, wenn man bei Mercedes irgendwas kauft oder so. Dann bekommt man die auch so geliefert. Also wie man sieht, hier bei uns wird es nicht gespart. Weder an der Verpackung noch an der Qualität. Wir freuen uns schon wirklich unglaublich auf die Motto schon in Essen. Messer zu, sonst Hand ab. Da waren viele Kommentare bei unseren Videos, ob der Chef alles selber montiert, ob der Chef das Carbon alles selber macht, warum benutze ich keine Maske oder sonstiges. Ich mache die Videos nicht so, wie wir jeden Tag arbeiten, ja, sondern einfach, ich möchte persönlich euch erklären ungefähr, wie das bei uns abgeht, ja? Wie das aussieht, wie das gebaut wird. Und ich zeige jetzt keine Produktion von uns, wie das ganz genau in einem Werk aussieht, weil ich möchte, dass ihr das von mir hört. Viele Kommentare waren auch da, dass ich sehr sympathisch bin. Vielen, vielen lieben Dank, wirklich. Freue ich mich sehr darüber. Das ist unsere Stoßstange, so werden die ausgeliefert. Ja, also wirklich
ist so wabbelig, das ist ja quasi wie Original Mercedes-Qualität. Schaut mal. Kann man sehen? Kamera? Alle Halter, alles picobello. Das Design haben wir so ein bisschen an Maybach angelehnt. Unsere V-Klasse ist quasi in Anführungsstrichen in was in Maybach? Maybach ist ein Luxusauto, ja, Luxuslimousine der höchste Liga. Und das wollten wir quasi erreichen mit unserer V-Klasse. Hier kommt der ganze Diffusor und so weiter, also wirklich sehr viele Einzelteile. Die Teile können wir zum Beispiel nicht in GFK produzieren oder in Carbon. Warum? Weil das ist zu viel. Also das sind zu große Stückzahlen und da würden wir unsere komplette Produktion für alles andere blockieren und wir konnten, oder wir würden dann nichts mehr von uns schaffen, also von Priorisier selber, dass wir an dieser Tuning-Artikel, was eigentlich meine Leidenschaft ist, produziert bekommen. Ja? Wisst ihr, was hier drin steckt? Zeige ich euch. Schaut mal. Das hat noch niemand gebaut, außer Priorisier. Hier muss man ganz vorsichtig schneiden. Der. Ruhe, nicht alles verraten. Kühlergrill. Der Kühlergrill ist viel, viel größer als der originale. Ja. Also, das haben wir mit Absicht gemacht, dass der Kühlergrill wirklich sehr, sehr, sehr groß ist. Ja. Also viel größer als original. Schau mal von hinten. So sieht er aus. Ich würde mal sagen, sehr gute Qualität. So, also ganz viele Lego-Steine liegen hier. Also wie man hier bei uns jetzt sehen kann in dem Video, Priorisier ist nicht nur in GFK oder in Carbon oder sowas, Kleinserien, sondern auch große Serien. Das zum Beispiel. Das ist leider das alte Logo, weil diese V-Klasse haben wir seit 2 Jahren in Angriff genommen, also vor 2 Jahren. Ja. Und das neue Logo ist so und das ist das alte Logo. Ja. Warum haben wir das Logo gewechselt? Weil ich sag mal hier, wenn nur P ist, finde ich ein bisschen schöner. Ja? Wir haben das eigentlich gemacht wegen den Klamotten auch. Ja? Weil wir werden jetzt in der Zukunft, wir haben ein paar Käppis und so weiter schon gemacht. Jetzt machen wir ein paar T-Shirts, ein paar Hoodies und so weiter. Also seid gespannt, was da noch alles kommt von uns. So, guck mal hier. Tack. Voilà. Kann man sehen, wie das sich wechselt hier? Die Farben. Guck mal hier. Das ist alles mit Absicht, das ist kein Produktionsfehler. Das ist wirklich, guck mal, das wechselt sich wie so, ja, wie nennt man das? Wie so ein 3D-Effekt. Ja, so ein bisschen Flip-Flop, so ein bisschen 3D-Effekt. So, jetzt packen wir das Wichtigste aus. Und zwar die Frontspanne. Ich würde mich wirklich freuen, wenn mein YouTube-Channel so weiter Erfolg hätte wie bis jetzt. Wirklich, ich glaube, es ist schon alles sehr, sehr gut angekommen. Bei uns haben sich nach den ganzen Videos, die wir gepostet haben, sehr, sehr viele Firmen, sehr viele Privatpersonen, wirklich, es war unglaublich, was passiert ist. Ja. Mir war es wirklich beim besten Willen nicht so bewusst, was ich damit auslöse. Es haben sich wirklich auf jeden Fall viele Firmen oder Privatpersonen gemeldet, die für uns Videos drehen wollen, so professionell und so weiter. Vielen Dank für die ganzen Angebote. Aber ich habe die nicht alle zu beantworten. Zu meinen Videos. Die ich jetzt am neuesten mache, kommt noch meine Arbeit, die ich jeden Tag machen muss. Ja? Und das ist natürlich
sehr aufwendig, hier die Geschäftsleitung zu führen und noch hier Videos zu drehen und sonstiges. Also wirklich, ich weiß gar nicht selber, wie ich das mache, aber irgendwie schaffe ich das schon. So, das ist die Frontschuhstange. Ja, hier sind noch so Chromrahmen, kommen hier drumherum und hier auch. Schaut mal. Mehr von innen. Alle PDC-Halter, alles Mögliche, was das Auto braucht, alles ist da. Für den Herr Belzec ist das gerade wie Weihnachten. Für mich ist Weihnachten. Und vor allem, wenn ich ehrlich sein soll, bin ich oft in China, betreue auch die Produktion. Ich überprüfe die Qualität da vor Ort und so weiter. Vor 2 Jahren bin ich da immer hingeflogen und habe den Leuten in Asien ein bisschen erklärt, wie wir arbeiten, was die Anforderungen sind und so weiter und so weiter. Aber wenn ich ehrlich sein soll, den musste ich nichts erklären, fast nichts, weil die sind wirklich von Qualität sensationell. So, das sind Verbreiterungen. Ja. So sehen die aus. Kann man das sehen? Was denn? Pre-Design. Mhm. Ne? Qualitätskontrollen, alles drum und dran. Kann man alles nachvollziehen, welche Mitarbeiter an welchem Tag, an welchem Tisch das produziert hat. Ne? Also hier ist das Wide-Body-Kit. Ganz, 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 ganz viele Teile natürlich. Ne? Und das ist nicht nur ein Teil, sondern wirklich alle Teile sind so mit Qualitätskontrolle, mit allem drum und dran. Hier, zum Beispiel hier, in dem Bereich, mit Datum, mit Jahr, mit allem drum und dran. Hier sind so kleine Linien zur Verstärkung der Kanten. Ja. Also damit könnten wir wirklich auch Mercedes selber beliefern. So gut ist die Qualität. Ne? Also lieber Weihnachtsmann. Ich brauche dieses Jahr nichts mehr. Ich bin zufrieden. Ich habe schon meine Pakete ausgepackt. Ja. Gleich muss jemand aufräumen hier. Wer denn? Guck mal. Das sind zum Beispiel Halter. Guck mal, das ist alles aus Kunststoff. Alles wirklich höchste Qualität. Wirklich. Ich achte auf sowas. Ich kann nicht von heute auf morgen alles umwerfen, ja? Unsere Qualität, dass wir wirklich alles so produzieren, weil das ist finanziell gar nicht machbar. Ja? Deswegen machen wir es alles nach und nach. Ich verspreche nur jedem Kunden oder Fan, dass ich wirklich alles tun werde, um die Qualität von Tag zu Tag zu verbessern. Nicht vom Jahr zu Jahr, sondern wirklich von Tag zu Tag. Schaut mal. Kann man sehen. Mhm. So, wie gesagt, altes Logo, bisschen schade, bin ich ein bisschen traurig, aber vor 2 Jahren wussten wir nicht, dass das jetzt kommt. Wie gesagt, das fertige Auto kann man auf der Motorshow in Essen sehen. Ich klicke das jetzt nicht rein, weil die Schutzschrank muss jetzt mal lackiert werden und so weiter. Das ist alles in höchster Qualität. Und das sind, wie gesagt, ist sehr, sehr, sehr viele Sachen. Sehr viele Teile, schaut mal hier. So. Auch hier wieder. Seitenschweller, schaut mal. Überall Qualitätssiegel. Mit unserem Logo. Hier. Ja, so schaut's aus. Also ganz viele Puzzle und viel Arbeit. Jetzt haben wir alles ausgepackt. Schaut mal. So viele Teile sind es. Ich muss ein bisschen näher kommen. Ich wollte nur zeigen, wie viele das sind. Hier für die Frontschuhstange. Schaut mal, das ist wirklich alles hier.
Picobello, Picotaco sagt man. Ne? Wirklich sehr, sehr, sehr gute Qualität. Also meine Kids müssen mal gucken, wie viele Teile da sind. Aber da sind wirklich hier einige Teile. Hier zum Beispiel für so einen Rahmen für die Heckstange, wo theoretisch der Auspuff wäre. Aber dass das Auto keinen Auspuff, ich sag mal, Ausgang hat. Ja, oder wie sagt man das, so Aussparung ja. Hat. Da kommt so schnell Blenden aus Chrom und fertig. Ne? Schaut mal, da sind alles Teile für die V-Klasse. Ganz viele. Eine Ewigkeit später. Auf jeden Fall sind das 50 Teile, woraus das Kit besteht. Und man muss sich das vorstellen, wie viel Aufwand es ist, 50 Werkzeuge für dieses Auto zu bauen, zu konstruieren, dass das quasi die Konstruktion passt, dass die wirklich das Design passt, die Halter und so weiter. Also wirklich, ich will Ihnen mit meinen Videos euch wirklich zeigen, wie aufwendig sowas ist, ja, weil man stellt sich vor, ja, okay, so ein Umbau, weißt du, so ein bisschen Plastik, fertig, also das ist nicht wirklich so ganz, ja, also das ist ein Haufen Arbeit und ein Haufen Geld, was man wirklich investieren muss, bevor ein Bodykit verkauft wird, ja, und natürlich hier mit den riesen Stückzahlen, was die Chinesen mit uns machen, ist es möglich, natürlich alles in PU zu fertigen, weil auch per Hand würden wir es niemals schaffen, ja. Weil dann würde mittlerweile dann schon von der V-Klasse ein Facelift rauskommen, bevor wir hier fertig sind mit unseren Umbauten auf 1000 Stück. Ja? In Blattagen ist die Motorshow in Essen. Nächste Woche Freitag. Wir haben heute Montag, den 18. Ist das so? Ich glaube, wir haben Montag, den 18. heute. Und, ja. Und viel Zeit haben wir nicht. Das muss noch alles lackiert werden, foliert werden und so weiter und so weiter. Also, wenn ihr das fertige Auto sehen wollt, kommt auf die Motorshow in Essen. Und dann in Halle 6 bei Wheels Company steht das Auto da. Jeder darf anfassen, angucken, ziehen, reißen, keine Ahnung, nicht übertreiben. Aber schaut euch das an, wie so ein Auto aussieht. Ne? Mit H&R-Federn machen wir das Ding ein bisschen tiefer. Weil meistens, wenn die Autos so ein bisschen umgebaut sind, ist das schöner, wenn die tiefer gelegt sind. Also etwas, ja. Ich glaube, da kommen 30er Federn rein von H&R. Ist das 30er? Olli? Ja, ne? Ja, sollten sein. Ja, das sind 30er Federn. Und seid gespannt. Wir sind dieses Jahr auch auf der Motorshow in Essen. Und wir drehen ganz, ganz, ganz viele Videos. Wirklich. Jetzt von China, dann von Essen und so weiter. Also wirklich, da kommt sehr, 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 sehr viel von uns. Deswegen. Abonniert uns, macht die kleine Glocke an, schreibt Kommentare. Ich lese mir wirklich alle Kommentare durch, noch, ja. Ich sag mal, bei anderen YouTubern ist das gar nicht mehr möglich, dass man sich wirklich alle Kommentare durchliest, weil da sind ein paar tausend und da braucht man wirklich einen Fulltime-Job, nur um die Kommentare zu lesen. Also ich versuche wirklich bis jetzt alle Kommentare zu lesen, auch zu beantworten. Also die Antworten, die direkt vom Priolsan kommen, dann kommen die von mir. Sind meine Antworten und vom Team Prior sind das Kommentare, die von euch kommen. Ne? Ja. Da hat jeder Mitarbeiter Zugriff und nach Lust und Laune werden die auch so beantwortet. Wer da gerade am Computer sitzt, der beantwortet die. So, das war's in einem kleinen Video von mir. Auf jeden Fall habe ich sehr viel zu tun, sehr viele Teile und Motorshow in Essen. Die Uhr tickt und gleich geht's zum Flughafen nach Hongkong. Alles klar. Vielen Dank, meine Lieben, und wir sehen uns im nächsten Video.